So, meine Freunde, herzlich willkommen hier wieder zurück zum Eurotruck Simulator 2 im Multiplayer zusammen mit den Klicky. Hallo. Ja, hinter mir, ja. Ich bin vor dir. Ja, vor mir. Auf der Landstraße sind das Lichter wieder vorbei. Freundlich. Deine Fahrkünste, weißt du, hängt. Meine Fahrkünste hängt. Ah, die hängen irgendwie manchmal an der Leitplanke, wenn man das so gesehen hat, Furzen. Sehr geil, dass ich jetzt wieder an den Ding öffne. Ah ja, Fahrkünste, warte, ich geb sie kurz ab. Und zwar an diese Leitplanke. So, ich fahr mal ein bisschen langsamer. Liftachse unten. Ja. Das merkst du eigentlich beim Anfahren. Ja. Mindestens wenn du viel Gewicht hast. Ja. Na, dann nochmal nach links korrigiert. Oh, die ganze Zeit links? Nee, noch ein bisschen weiter. Ich hab genau gesehen, wie du eingeschlafen hast. Ja, nicht klar. Bevor du Angst kriegst und wieder einen Leitplanke rast. Mama, ich jetzt halt die Gisch. Gisch hier, du. Ja, danke, hast schöne Lichter. Ja, das ist damit du rüber kannst. Ich weiß. Mensch, Manfred, ich war nicht das erste Mal. Naja. Also, vor uns bei der Leitplanke ist das auch schon. Halt die Fresse, wer ist genauso umgekippt. Nur durch Scheiße. Aber da siehst du halt erstmal, wie schnell die Karten gehen, ne? Also, gerade jetzt, wenn die. Ne? Gerade wenn du jetzt hier so fährst, oh, gerade solo, wie die da abgehen, das ist. Nochmal, jetzt bleibt er stehen auf dem Berg. Ja, Pedale wollte gerade nicht. Ja. Der Anschluss ruhig drin, ja. Und uns ist ja noch eher noch freundlich. Sei Dank musst du jetzt nicht mehr wieder, ne? Ja. Gut. 1645 Kilometer. Das ist bis jetzt die längste Strecke. Du wolltest da hinfahren. Das war jetzt auch positiv gemeint. Ach so. Klang ja auch so wie, oh, 1600 Kilometer, ich geh kaputt. Was hast du gesagt? Es klang es nur. Eieieiei. Ja, dann sind wir bei 9,8. Starten wir bei 9,8. Da drücken wir einen Kreis und dann fährt er alleine. Technik, die begeistert. Und du hältst gut Abstand, sehe ich gerade. Ja. Offiziell. Inoffiziell kommt er nicht schon nachher. Du kannst in den nachher kommen. Kannst du schlecht gegen den Scania antreten? Du hast einen publischen MAN, du hast 200 PS weniger. Ja, genau. Im Traum, Junge. Ja, hat der MAN nicht 560, 580 maximal? Er hat 680 PS. Okay. Das ist aber ein Christen, MAN. Oh. Die 50 PS machen es dann nicht mehr. Denkst du? Naja, hör auf zu üben. Aufgeholt hat er. Mit Grenzer draußen, so sieht's aus. Nee, rollen lassen am Berg. Klar. Weil das vom Spiel ja auch so mitgedacht ist. So, du machst einfach zack und schaltest den Leerlauf. Wenn er keine Drehzahl mehr hat, hat er ja weniger Widerstand. Deswegen rollt er dann. Dass es auch vom Spiel so hervorgesehen ist, wenn er auf deinem Dach 89 steht, geht's nicht weiter, dann kannst du ihn rollen lassen, wie du willst. Da drückt er von vorne der Wind wieder zurück. Was? Laut Spielelogik. Quatsch, nee. Das ging beim Spiel schon immer, wenn ein Berg kam und du hattest viel drauf, selbst wenn du nicht in neutral geschalten hast, ist er über die 89 drüber rausgeschossen. Ja, nicht bei den Begrenzern. Wenn du den Begrenzer aktiviert hast, ja? Ja.
Wenn du einen Berg richtig runterrollst, wenn ein richtig steiler Berg kommt, das hast du genau gesehen, da ist da über. Jetzt müsstest du da eigentlich schneller wie 90 gefahren sein. Nö, 89. Gut, ich habe jetzt so Tempomat drin, davon abgesehen, aber... Wie viel Gewicht hast du drauf? 23. Ja, müsste eigentlich schon rollen. Gucken wir einfach mal beim nächsten Berg. Meinst du der Gang raus und Tempomat raus, oder was? Ja. Der Tempomat ist ja Schwachsinn, wenn der Gang drin ist. Also, wenn kein Gang drin ist, das ist ja dann blöd. Dann nimmt er den ja eigentlich automatisch raus, oder? Ja. Auch beim Bremsen. Logisch. Und beim Gas gehen. Nee. Doch. Beim Gas gehen bleibt er drin. Wenn ich jetzt hier auf Gas gehe, geht er raus. Ja, ist aber offiziell nicht so. Dann müssen wir runter. Danke. Ja, ne, bevor du dich wieder ne, mit der nächsten Leitplanke anfreundest. Du bist aber heute auch, weißt du, gerade mal heimgekommen, da ist er wieder gehässig, der Mann. Ja, ja, immer rein in die Wunde. Nee. Aber wenn ich das jetzt so oft da durch, dass ich das so oft... Ach scheiße, England. Ja, ja, ist gerade erst England geworden, deswegen. Wisst ihr, Autobahn runter ist kein England mehr. Fahr mal rechts. Komm. Also manchmal denke ich echt. Schnauze. Kurz abgeschalten, warte. Bis wieder neu hochfahren. Was ist denn jetzt hier? Landstraße? Landstraße. Du hast so herabbeschworen. Heraufbeschworen? Ja, och, Junge! Hast du? Mein Gott, sind wir heute Lehrer und Pädagoge in eins oder was? Ja, ne, ein Lehrer muss ja. Gut, ne, der war schon wieder. Halt mal. Schlimm, ey. Achso, die Landstraße ist eine Abkürzung rüber zum Hafen. Wo kommen wir denn da raus? Dann bei Dings wieder? Bei Amsterdam oder bei Rotterdam? Normalerweise wieder da, wo wir hergekommen sind. Rotterdam, ich weiß nicht. Ja. Wo ich Livestream gemacht hatte, Uso, Alter. Also der Server 1700 Leute drauf. Du hast auf den Straßen nichts gesehen. Zack, bist du in Rotterdam drin, alles voll. Bist du nach England wieder rein? Nichts. Bist du von England wieder zurück, wieder alles voll. Nur Rotterdam. Rotterdam, Amsterdam, die zwei Städte. Ja, das ist halt der Hauptumschlagpunkt. Also da müssen alle hin, wenn sie nach England wollen halt. Ja, dann triffst du in England keinen mehr. Das ist ja das Kuriose. Ja, da kommt drauf an, wo du hinfährst. Also wenn du jetzt hier Weg Manchester und Liverpool hast, da triffst du auf jeden Fall welche, weil die immer auch gut mit der Rückleitungen haben. Alter. Sachsen? Was? Unten steht Sachsen. Sachsen ist ein Bundesland. Hast du deinen Chat schon wieder aus, oder? Ne, das habe ich jetzt gelesen. Nur allerdings ist er jetzt außer Reichweite. Ja, das ist aber das Problem. Also ich glaube, der Chat geht ja sowieso bloß die 500 Meter, so lange wie der trackt. Meinst du? Ging aber damals, glaube ich, immer ein bisschen weiter noch. Drinne? Kann man ja trotzdem mal versuchen. Ja. Also ich konnte lesen. Das ist schön, du bist ja nur 2 Meter hinter mir. Ja. Weißt du, was er wollte? Sachsen. Eine komische Frage, Sachsen? Und der Beste war immer noch, stopp, bist du der Echte. Ja, stopp. Boah, Alter. Na gut, 64 Meilen. Könnten 80 sein, oder?
Fahren wir mal einfach mal. Wegen den Denkern mal, das ist alles mit abgezogen. Also viele Blitzer wie, in Eng wie hier in England, das gibt's nur schon zwei. Scheiße. Also gut Abstand, oder? Ja, schon. Grüne LKWs. Sind die auf ein paar Kurven neu gebaut? Gerade wäre zu einfach. Jo. Ja, deine Hube geht. Und das haben wir schon am Hafen. Vorsicht Blitzer, 50. Schilder 64. Schilder zeigen 50, jetzt zeigen sie 30 und nach der 30 kommt der Blitzer. Ja, erwischt mich trotzdem. Ja, erwischt mich trotzdem mit 56. Ich hätte halt eine 48 fahren dürfen. Ja, bin ja mal gespannt. In 2-3 Wochen kommt die Skandinavia dann raus. Wie schnell sie das im Multiplayer kriegen. Das wird noch 6 Wochen dauern dann. Denke ich auch. So, wir sind wieder in der gedrosselten Zone. Wie immer. Aber hier ist genauso nichts los. Aber hier sind wir nicht raus, oder? Hier ist nicht. Ne, sieht ein bisschen anders aus. Wo geht denn das hin? Das geht. Ach, das geht nach links rüber zum Eurosport. Nach Hul. Eurosport. Ah, naja, du weißt, was ich meine. Europort. Eurosport war Sender. Ja. Den gibt's jetzt gar nicht, oder? Nee. Gibt's nicht mehr. Das ist jetzt Sport 1. Wow. So, da müssen sie. Nee, halt mit... Sport 1 war DSF. Ja. Okay. Das andere nicht. Sport, ich glaube, es ist gut. Was sind wir denn jetzt hier? Oh, wir sind scheiße. Was? Wir sind genau in Rotterdam. Das ist die Abladestation in Rotterdam, ja. Wenn wir kommen, da fahren sie noch aus Rotterdam, oder? Nee, das ist immer in Amsterdam hoch. Von Amsterdam aus. Dafür ist die Stelle momentan ziemlich ruhig. Ja, ja. Schöner Name. Welcher? Du hast gerade in die Kirche gekommen ist. Hab ich nicht gesehen. Irgendwas mit Zahlen. Und am Ende sammelt. 3778. So auf Deutsch. Erkennt ihr nicht. Heißt genauso wie die Telefonnummer meiner Schwester, irre. Was ist denn das jetzt hier? Achso, das ist Werbung für ein Radio. Guten Tag. Kann ich, oder? Ja. Ja, ja, kannst. Ne, ja, das ist. Oh. Ja, ziemlich ruhig, aber ach so, wir müssen da wieder durch. Naja, hoffen wir mal, dass es nicht aufhängt. Ja, das leckt auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Und bin ich jetzt eigentlich rechts rüber gezogen, hätten wir gleich links bleiben können, aber. Egal. Werden mehr und mehr Spieler in der Liste? Ja, das ist ja.
Einfach Standard. Was keiner von vorne. Ich bin beeindruckt. Dass ich das mal mit erleben darf. Kannst du gleich mitziehen, wa? Bin beeindruckt. Bin beeindruckt. Bin beeindruckt. Ja. Ja, aber es ist immer schön, wenn man Rotterdam schleppe, wo ich im, war das im Livestream? Ich glaube, es war ein Livestream, da stand ich in Amsterdam. Wenn ihr da mal so einen Chat angeguckt hast, hier suchen Fahrer. Ja, irgendeine Spedition suchen Fahrer. Für weitere Infos schreibt mich an. Schreibt einer. Das war eine deutsche Spedition. Ja, das war eine deutsche Spedition. Und ihr schreibt drauf: Wo muss ich mich bewerben? Adde mich. Wo? In Skype. Wie heißt du? Ja, cool, mache ich. So ging das hin und her. Das ist immer schön, wenn du da den Chat alleine vorher, dann ist auch noch was. Soll er mal reinkommen? Soll er mal reinkommen? Soll er mal reinkommen? Hab ich auch so gedacht, naja, soll er mal reinkommen? Ja, aber ich frage mich, wie die das machen mit dieser Spedition, weil der Fahrer hat doch ganz andere Aufträge, als wie jetzt die Spedition hat. Wenn da jetzt irgendeiner, was weiß ich, der Disponent, der klickt auf irgendeinen Ort drauf. Da hat er ja ganz andere Aufträge wie du jetzt selber. Irgendwie schon. Also ich frage mich nicht, wie diese Online-Speditionen hier im ETS-MP funktionieren. Ich meine, wir wurden zwar schon zu 10.000 eingeladen. Ach so? Ja, haben wir gefragt. Wie gesagt, sage ich auch prinzipiell nein, weil dafür, dass wir ETS in der Woche zweimal spielen, oder immer, da brauchen wir keine Spedition. Die Zeit und die Lust haben wir auch nicht dafür. Und ja, aber auf jeden Fall, der Chat ist manchmal sehr unterhaltsam. Soll mal reinkommen. Ja, aber Leute aus ja den verschiedensten Ländern, die hier zusammentreffen. Hast du gesehen, es hat sie bestimmt über 90 drauf. Nee, leider nicht, weil ne, ich gucke gerade aus. Ah, naja, egal. Wir sind ja erstmal fertig mit dem Part, mein Freund. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüsseli. Tschüsseli.